Übungen zur Prozentrechnung nochmal. Wir gehen jetzt praktisch nochmal ein paar Aufgaben durch und gucken uns nochmal an, wie das funktioniert. Jetzt nur gucken, zuhören und vergleichen mit dem, was ihr gerade gemacht habt. Folgender Text, und wir schreiben das sofort um in gegeben gesucht Lösung, damit es einfacher ist zu rechnen und nicht so lang geschrieben werden muss. In einer Schule sind 450 Schüler. Der grundsätzliche Wert sind 450 Schüler. Und 22% von ihnen trinken gern Kakao. 22%, dann sind 22 der Prozentsatz. Ich kann auch PS ist gleich 22 schreiben. Wie viele Schüler trinken also Kakao? Was ist dieser Prozentsatz denn wert, der gesucht ist? Der Prozentwert. Die Lösung ist einfach, indem wir sagen, Grundwert 450 Schüler mal die 22%, ich sage es extra so Cent, weil es ja Hundertstel heißt, ist gleich, bleibt da bloß noch das übrig, was sind die Wert? Jetzt kann man loslegen und kann sagen, okay, das kann ich schon mal so wegkürzen. Jetzt bleibt übrig 45 mal 22. Jetzt kann man eine Nebenrechnung machen, die ist relativ leicht. Jetzt haben es manche gemacht, 45 mal 22 und haben das so ausgerechnet. 2 mal 45 ist 90. Nochmal 2 mal 45 ist nochmal 90. 9. Ach, das sind 990 Schüler. Und da müsste einem natürlich irgendwie ein Licht aufgehen. Ich habe da bloß 450. Da können 22%, das ist ungefähr ein Fünftel, nicht das Doppelte von den 450 Schülern werden. Ach, ich habe ja durch 10 vergessen zu teilen. Also 99, das kommt raus. 99, hier bleibt noch das Schüler übrig. 99 Schüler ist der Prozentwert. Dann kommt der Antwortsatz. Antwort: 99 Schüler trinken gerne Kakao. Jetzt schreibe ich natürlich nicht S, sondern Schüler und schreibe den Satz wirklich so hin, dass er lesbar ist für jeden anderen auch. Trinken gern Kakao. Gibt es bis dahin Fragen? Anderes Beispiel. Wieder zusammenfassen, alles mit gegeben gesucht Lösung. Und zwar der Text ist, Herr Reich hat 2 Millionen Euro bei seiner Bank angelegt. 2 Mio Euro. Ja, das ist grundsätzlich, das ist der Grundwert. Und erhält 1,2% Zinsen. 1,2, das ist wieder dieser Prozentsatz. Meinetwegen kann man noch Zinsen dahinter schreiben, aber nicht zu viel Text schreiben. Ne? So. Und dann kommt die Frage, wie viel Zinsen entspricht das in Euro? Was ist denn das wert, was wir hier wollen? Also Prozentwert gesucht. Lösung ist wieder Tippeltabletur, Gesundheit. Und jetzt gibt es ein Problem. Ich kann das ganz locker, ich kann mit Kommazahlen ganz gut umgehen, weil ich das wirklich allzu oft mache. Aber wenn es da Schwierigkeiten gibt, schreibe ich lieber so, 2 Millionen Euro. Jetzt kommt mal 1,2, das ist der Prozentsatz und ich muss den ganzen Kram ja noch durch 100 teilen. Ist der Prozentwert. Na denn, streichen wir mal die Nullen weg, da haben wir schon mal ein bisschen weniger. Paarweise, ne? Das steht ja hier mit auf dem Bruchstrich. Und jetzt kann ich loslegen, jetzt ist das gar nicht mehr so schlimm. Jetzt sage ich, okay, 2 mal 1,2, das wären 2,4. Ich lasse aber mal das Komma weg jetzt. Ich sage einfach, 2 mal 12 ist 24. Und hänge 1, 2, 3, 4 Nullen dran. 1, 2, 3, 4 Nullen. Achtung, ich habe 1,2 hier. Das habe ich noch nicht berücksichtigt. Also muss ich die eine Kommastelle noch setzen. Euro steht noch da. Euro schreiben wir dahinter. Ist gleich der Prozentwert. Das haben die meisten auch richtig gemacht. Das war auch gar nicht so schlimm. Also, Herr Reich erhält 24.000 Euro. Ne? Wenn ich jetzt hier gucke, 1, 2, 3, 0, kann ich das Hochkomma, ist besser als ein tiefer Punkt, 24.000 Euro Zinsen und jetzt kommt ein schneller Ausdruck per annum pro Jahr. So, das bis dahin, hier machen wir eine Pause. Per annum kam nochmal die Frage, ist auch ganz verständlich, P.A. per annum, das heißt pro, also für ein Jahr. Und ihr kennt alle wahrscheinlich irgendwelche Inschriften an Häusern, da steht Anno 1492 zum Beispiel. Im Jahre 1492.
Guckt mal bei alten Häusern und Kirchen, da werdet ihr das Anno mal sehen. Anno im Jahre 1492. Anderes Beispiel. Wir kürzen wieder ab. Und zwar der Landwirt Weizmann ärgert sich über den Verlust seiner Ernte. Ursprünglich hatte er 6,4 Tonnen Getreide im Herbst eingelagert. Schreiben wir, okay, 6,4 Tonnen eingelagert. Das ist aber das eigentlich, worum es geht, ne? Also das ist der Grundwert, gut. Dann geht es weiter. Aber im Frühjahr kann er nur noch 5,6 Tonnen verkaufen. Oh, 5,6 Tonnen. Jetzt schreibe ich mal ganz einfach übrig. Also irgendwo ist aus 6,4 Tonnen 5,6 Tonnen geworden. Eine Frage muss ich mir jetzt selber stellen. Ist das hier der Verlust? Nee, das wird es nicht sein. Also muss ich schon mal selber was rechnen. Ich muss sagen, wenn 6,4 Tonnen da waren und noch 5,6 Tonnen verkaufbar sind, also übrig sind, dann steckt dazwischen der Verlust, der Unterschied. Und der ist nun mal 0,8 Tonnen. Und wenn ich die 0,8 Tonnen habe, dann weiß ich auch, das ist der Verlust. Das ist nämlich der Prozentwert. Hier gibt es eine Frage. So, jetzt haben wir das geklärt. Also, ich muss erst überlegen, was ist denn der wirkliche Verlust? Ne? Wenn alles, fast alles weg wäre, das wäre schon kein Verlust, das wäre eine Art Totalverlust, das wäre schlimm. So, jetzt geht es im Text weiter und da sagt er sich, naja, welchem Prozentsatz entspricht denn das? Und jetzt müsste eigentlich klar sein, was ich auch hinschreibe, gesucht ist PS. Jetzt darf ich aber die Formel nicht vermischen. Jetzt schreibe ich also hin, die Lösung besteht wieder darin. Ich sage, gut, also, Grundwert weiß ich, 6400 Kilogramm geht besser. Dann muss ich nicht mit Kommata rechnen. Mal, Prozentsatz weiß ich nicht, dann schreibe ich PS. Aber durch 100 weiß ich, das steht ja in der Formel drin. Das ist gleich, weiß ich, und der Prozentwert sind 0,8 Tonnen, also 800 Kilogramm. So. Jetzt kann ich überlegen, jetzt kann ich sagen, warte mal, bevor ich hier wild mit Regiestrichen arbeite, kürze ich das erstmal weg, indem ich hier die Nullen wegstreiche. Denn jetzt kann ich mir das schenken, jetzt steht hier unten bloß noch eine 1 unter dem Bruchstrich und die kann ich vernachlässigen. Und sage, mich stört, damit Prozentsatz alleine steht, mich stört 64 Kilogramm mal 64 Kilogramm, also sage ich, okay, durch 64 Kilogramm. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Jetzt steht hier auf der linken Seite PS schon fertig. Ne? Durch 1 kann ich mir schenken. Und hier steht 800 Kilogramm geteilt durch 64 Kilogramm. Hier, diese 64. Jetzt kürze ich die Kilogramm raus, bleibt eine 1 stehen. Und die Zahl Prozentsatz, die ist dimensionslos. Da steht keine Einheit dahinter, wenn ich so rechne. Gut, sage ich, okay. Jetzt muss ich noch ein bisschen rumkürzen hier in der ganzen Geschichte. Beide gehen durch 8. Da hätte ich hier eine 100 stehen und dann hätte ich hier eine 8 stehen. 100 durch 8, ach, los, geht nochmal, durch 4. Durch 4 steht eine 25, durch 4 steht hier eine 2. 25 durch 2, das weiß ich aber, das ist nicht mehr schlimm. Das hatten wir dann in der Übung gemacht, 12,5. Das heißt, wenn ich jetzt antworte, antworte ich, der Verlust beträgt, da ich ja weiß, dass 12,5 über Hundertstel steht, beträgt 12,5%. Jetzt darf ich Prozent 12,5 Hundertstel als 12,5% hinschreiben.